Hallo. Na, ich denke doch, das Ganze sieht schon recht gemütlich aus. Es ist auch ziemlich starker Wind. Ich bin ja ganz oben auf dem Berg. Der Wald hält das zwar ein bisschen ab, aber man sieht auch deutlich, wie es wedelt. Na, das Ganze sieht auch schon recht gemütlich aus. Ich könnte auch noch einen halben Meter hinterrücken. Dann wäre ich noch mehr geschützt. Da ist der Regen mal ein bisschen von vorne kommt, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Ja, so flache Steine sind immer praktisch. Man kann gut alles abstellen. Man kann sie sich auch ein bisschen ebener hinstellen, wie ich es gerade gemacht habe. Aber ich denke, das ist für heute egal. Ich habe nicht vor zu kochen oder irgendwas. Ich möchte halt einfach nur ein bisschen Pause machen. Ja, gestern gab es ziemlich starken Wind und Unwetter. Das heißt so Schnee, Graupel, Schauer mit richtig Böen. Da haben wir noch von der Scheune Abrissbalken geholt. Einen ganzen Hänger voll von Winter, die muss ich noch klein sägen und deswegen bin ich heute mal hier oben, um ein bisschen zu entspannen und ein bisschen Ruhe zu genießen, und der Pinscher legt den Knüppel grundsätzlich hinter mich. Okay, Prost, ich mache erst mal ein bisschen Pause. So man mich lässt. Tja, kommen wir nun mal zu der Decke. Eigentlich nichts Besonderes, kostet so um die 15 Euro plus Transport. Gibt es eigentlich in sämtlichen Jobs, die einschlägig bekannt sind. Das ist also die Decke vom Katastrophenschutz. Sie ist nicht sehr dick, aber sehr fein gewebt. Sie kratzt nicht. Ich glaube 1,50 Meter mal 2 Meter. Sie ist also nicht sehr voluminös. Ich habe auch noch die polnische Decke. Die ist aber kratzig. Etwas wärmer, etwas dicker, aber sehr kratzig. Ich mag die Decke sehr gern. Wenn man sich hier draußen mal eine Weile aufhält und mal eine Stunde schlafen will, einfach drüber, und es ist pudelig warm drunter. Jetzt bei den Temperaturen, es hat so 5, 6 Grad. Also das reicht vollkommen aus.
vielleicht auch für eine Nacht, wenn man für eine bessere Unterlage sorgt. Also ich denke 5-6 Grad und die Decke, das reicht zum Übernachten. Tja, ich habe sie jetzt doppelt genommen und wie man sieht, oder auch nicht, also sie reicht von den Füßen unten bis hier hoch. Ich mag das kuschelige Gefühl von dieser Decke. Die ist wirklich besser wie alles andere, was ich jemals gehabt habe. Sehr angenehm, sehr weich. Also ich muss echt sagen, da hat der Katastrophenschutz was Schönes in Auftrag gegeben. Ich habe ja auch die NVA-Decke noch, diese Pferdedecke, kratzig, furchtbar. Kenne ich noch aus meiner Armeezeit. Aber die ist wirklich top, die kann ich empfehlen. Also wer eine schöne Wolldecke sucht, für abends mal am Lagerfeuer zum Überhängen oder mal als Unterlage oder auch so zum Schlafen bei warmem Wetter, vollkommen ausreichend. Wirklich super. Also die Stoffqualität, also diese Wolle, ist hervorragend verarbeitet. Okay, ich strahle jetzt Ruhe aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Miesegrau. Ja, üppig ist fein. Ja, 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 das Stück. Ja. Wenn wir nicht die Kamera haben. Ach, Pinscherli, leg dich doch mal ein bisschen mit hin. Du machst immer so eine Unruhe. Und mein Tee, Vorsicht, das heiß. Tja, wie gesagt, das ist eine fein gewebte Decke. Blödsinn, habe ich schon gesagt.